Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über die IAM Mavericks bei der Hornet. Wir sind jetzt gerade in Batumi abgehoben und haben 4 IAM Mavericks an Bord. Und dieses Abheben, also mit diesem Abheben wollte ich mal zeigen, dass man etwas jetzt direkt nach dem Start nicht vergessen sollte mit den Mavericks. Und zwar schalte ich dazu einmal auf die Stores Page und hier oben erscheint da schon Maverick F, also für die Infrarot-Variante. Die Laser-Variante würde einfach nur Maverick hier stehen, Mav. So, und wenn ihr jetzt einfach mal auf die Maverick F klickt und dann noch einmal, wenn man den Air-to-Ground-Mode aktiviert hat, sonst kommt man nicht auf die Maverick-Seite. So, jetzt sind wir auf der Maverick-Seite und jetzt steht hier schon Timing 2:50. Das heißt, die Maverick muss jetzt noch 2 Minuten 50 alignen und hochfahren, bevor ich die überhaupt verwenden kann. Das war mir wichtig, dass ich das jetzt am Anfang nochmal zeige, denn nichts ist ärgerlicher, als direkt zu einem Ziel zu fliegen und dann auf einmal zu merken, hey, ich habe die Mavericks gar nicht aligned, jetzt muss ich nochmal 3 Minuten warten und um das Ziel herumfliegen. Und das ist einfach sehr ärgerlich, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, deswegen kann ich das nicht oft genug sagen, nach dem Start einmal das Alignment hier von der Maverick einzustellen. Das läuft dann auch im Hintergrund weiter, wenn man das einmal angestoßen hat. Kann man ruhig mir dazu irgendwelche anderen Seiten hinscreen, hinschalten und sich was anderes anzeigen lassen. Das ist dann kein Problem. So, dann gibt es noch eine weitere Eigenart der Mavericks hier bei der Hornet. Und zwar kann ich ja natürlich den Sucherkopf der Maverick so steuern, dass ich dann nur grob auf ein Ziel zufliege und dann mit dem Sucherkopf genau ein Ziel anvisiere, der Lock stattfindet dann von der Maverick und ich die abschieße. Und um den Sucherkopf zu bewegen, mache ich das natürlich mit dem TDC, wie ich auch den Cursor hier auf dem Radar hier steuere und so. Geht das alles über den TDC-Knopf. Hier gibt es aber eine Eigenart, um den hier zu steuern zu können, wie bei dem Radar hier rechts. Muss ich bei der IA Maverick den TDC Depress, also das Designieren eines Objektes, muss ich gedrückt halten. Das ist ganz wichtig, weil sonst schaltet man auf die Maverick um und wundert sich, dass der Sucherkopf sich nicht bewegt. Also TDC gedrückt halten, TDC Depress, den Sucherkopf hin und her bewegen und dann, wenn man an der richtigen Stelle ist, loslassen. Das ist wohl im Real Life auch so. Jedenfalls kann es je nach HOTAS-Konfiguration bei euch und welchen Joystick ihr habt, da aber dazu Komplikationen kommen, da man beides nicht gleichzeitig gut drücken kann. Deswegen kann man das in den Einstellungen des Flugzeugs umstellen, dass man TDC nicht gedrückt halten muss. Also in den Einstellungen des Flugzeugs im DCS selber, in den Einstellungsmenü. Im Flight kann man das leider nicht machen, das heißt, wenn ihr jetzt an einem Punkt seid wie ich, müsstet ihr dann wieder rausgehen und in der Einstellung das umschalten. Jedenfalls geht das bei mir, deswegen lasse ich das nochmal so. Ich würde jetzt noch einmal schauen, wie lange die Mavericks noch brauchen, denn hier unten sind schon die Ziele. Ich fliege gerne diesen kleinen alten Kobolethi-Flugplatz hier an, weil man da so schön sieht, wo die stehen, durch das X so markiert auf der Landebahn. Es ist nichts drumherum, was mich irgendwie irritieren könnte. Und deswegen schalte ich hier einmal Mavericks jetzt hier an. Auch so wie gerade, ich muss in Air-to-Ground-Modus gehen. So, die sind aligned. Die Maverick schaut schon von vorne raus, irgendeine von denen. Man könnte sagen, man kann es sehen als Station 8, also wahrscheinlich die hier ist es, die gerade schaut. Man kann die Stations natürlich hier mit Step durchschalten. 2, jetzt haben wir die gerade aktiviert. Step 7, das wäre dann hier die auf der inneren Seite und jetzt müsste gleich Step 3 kommen. Genau, Step 3, das ist die innere auf der linken Seite. So, und um das jetzt gerade nochmal zu zeigen mit dem TDC Depress, wenn ich jetzt hier das bewegen möchte, das Display, muss ich natürlich erstmal die Seite als Sensor of Interest machen, wie hier mit dem Curry angedeutet. Also Display Management Switch nach links. Bis hier der Punkt erscheint und jetzt kann ich den steuern, indem ich jetzt TDC gedrückt halte und in den Sucherkopf dorthin bewege, wo die Ziele sind. Einerseits kann ich dann natürlich das hier so im Display erkennen und andererseits wird mir das
hier im HUD auch angezeigt durch dieses Dreieck, wo der Sucherkopf gerade hinschaut. Das heißt, habe ich visuell schon einige Ziele erkannt, wie jetzt hier zum Beispiel, sag ich mal, auf diesem Acker, der dort ist, könnte ich auch einfach im HUD schauen und den HUD-Sucherkopf dort hinbewegen, den Maverick-Sucherkopf. Jetzt blinkt das, weil es außerhalb des HUDs wäre. So. Und jetzt schaue ich genau an die Stelle hier auch hin. Okay, und wenn ich das dann loslasse, den TDC, dann versucht die Maverick dort irgendwas zu finden. Und wenn sie keinen richtigen Lock bekommt, dann bleibt sie mit so einem Area Lock jetzt hier gerade stehen und schaut ungefähr immer in diese Richtung. Ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, weil wenn ich jetzt mich wegbewege davon und ich möchte wieder woanders hinschauen mit der Maverick, bleibt die erstmal da, bis die einen vollständigen Ausschlag bekommt. Also man kann grob sehen, wo guckt der Suchkopf hin, der Maverick, der guckt jetzt ganz nach rechts. Die hat natürlich keinen kompletten Ausschlag wie jetzt ein Target-Pot, weil die nur hier vorne rausgucken kann. Das heißt, die kann nicht, sag ich mal, 45 Grad nach hinten schauen, sondern maximal 60, meine ich, bis zur Seite. Dann ist Schluss. Deswegen möchte ich jetzt diesen Seeker-Ausschlag, den möchte ich wieder nach vorne stellen, dass sie wieder nach vorne guckt. Und das kann ich mit dem Cage-Knopf, den ich hier auf dem Triebwerkshebel habe, wieder machen. Ich drücke einmal. Na, jetzt funktioniert der gerade nicht. Ist gerade uncaged. Jetzt frage ich mich, warum das nicht geht. Hab ich da. Schauen wir nochmal, wenn ich es nochmal so mache. Okay, jetzt habe ich es nochmal initialisiert. Vielleicht war es gerade ein kleiner Bug. Oder der Knopf auf dem Joystick ist kaputt. Das ist natürlich schön, wenn das im YouTube-Video passiert. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Jedenfalls, die Maverick schaut hier wieder nach vorne und ist nicht auf irgendeinem Ground aligned. Und jetzt machen wir mal den eigentlichen Angriff. Ich fliege auf das Ziel zu. Dürfte jetzt schon da hinten sein. Jetzt habe ich mich ein wenig verquatscht. So, dann geht's mal dorthin. Hier brauchen wir wieder ein bisschen mehr Gas. So, jetzt erkenne ich das schon mit dem geschulten Auge, dass das hier der Flugplatz ist. Kann man ein bisschen hier so runtergehen. Man sieht hier schon hier auf dem großen freien Feld, da ist das natürlich. Und da will ich dann gleich die Maverick drauf sloon. So, wichtig wäre dann noch, wie durchzeigt mir die Maverick an, dass sie einen festen Lock hat. Erstmal ist das hier nicht mehr ausgeixt. Dort steht dann Maverick ready. Und hier ist ja auch so ein Kreuz. Und wenn in der Mitte das Kreuz komplett durchgängig ist, dann ist ein guter Lock vorhanden. Weil es kann nämlich auch sein, dass das Lock einfach nur so ist und dann nicht komplett stattfindet. Dann ist hier in der Mitte ein kleiner Freiraum. Und dann sollte man warten, bis das Kreuz komplett ausgefüllt ist. Und dann ist der Lock wirklich vorhanden. So, jetzt ist der Flugplatz hier wieder erkennbar. Ich slew mal die Maverick hier runter. So, und dann sehe ich schon hier so einige Fahrzeuge stehen. Ich mache mal hier mit dem FOV-Button, zoome ich mal ein bisschen mehr dran. Dann gucken wir, dass wir hier einen der Punkte in die Mitte kriegen. Ich lasse TDC die Press los. Und ein guter Lock findet statt. Kreuz ist ausgefüllt, da drauf. Maverick ist nicht mehr ausgeixt, das heißt, ich kann die jetzt verschießen. Ghost 111-Reifel. Natürlich den Master Switch nicht vergessen. So. Theoretisch könnte ich jetzt genau wie gerade hier schon das nächste Ziel wieder auswählen. Machen wir das mal direkt. Ja, ich kriege hier keinen guten Lock zustande. Da müssen wir nochmal einen Anflug machen.
Und ich habe jetzt auch gerade schon gesehen, woran das lag mit dem Cage. Cage an Cage funktioniert offensichtlich nur, wenn der Master Switch auf Arm steht, weil es gerade hat es funktioniert. Also kann man auch beim Erstellen von YouTube-Videos immer wieder was lernen. Dann werde ich das andere jetzt gar nicht rausschneiden gerade. Ich lasse das einfach mal als kleinen Fehler drin. Ist vielleicht auch mal ganz nett zu sehen, dass man immer wieder was dazulernt. Jedenfalls gerade, die Maverick hat das Ziel richtig zerstört. Ich würde jetzt nochmal einen Anflug machen, das noch einmal zeigen und dann haben wir ja noch zwei andere Mavericks an Bord, so dass ich das mal zeigen kann, wenn man, wie man nämlich die Maverick schon automatisch auf ein Ziel drauf losloonen lassen kann. Weil so ist es natürlich manuell, ich muss auf das Ziel zufliegen und das auch auswählen hier selbst. Und es geht natürlich auch, dass man von einem anderen Sensor, wie zum Beispiel hier dem Radar oder dem Target-Pod, das Ziel auch schon markiert. Und dass man dann zum Beispiel hier den Kopf schon direkt auf das Ziel gucken lassen kann. Und da braucht man da gar nichts mehr groß rumstellen, sondern nur warten, bis ein guter Lock kommt und die Maverick abfeuert. Das ist auch ganz angenehm, insbesondere dadurch, dass dann die Maverick im Gegensatz zu Laser Maverick richtig Fire in Foregate ist. So, ich richte jetzt wieder auf das Ziel aus. Field of View vielleicht nochmal machen. Versuche mal das Ziel. Und ich habe einen guten Lock. Durchgängig. Ready steht hier. Maverick auch. Ghost 1-1 Rifle. So, und jetzt versuche ich es nochmal, hier mir eins von den Zielen zu schnappen. In einem Durchgang. Ich habe einen guten Lock. Nee, noch nicht. Es ist noch nicht komplett ausgefüllt. Muss noch kurz warten. Jetzt ist ausgefüllt. Ich schieße ab. So, und jetzt kann ich in einem Run zwei oder drei Ziele gleichzeitig attackieren. Ich schaue mal so. Eins und zwei. Also ist es möglich, wenn man jetzt vier Mavericks an Bord hat, auch in einem Run zwei oder mehr Ziele gleichzeitig zu attackieren. Hätte ich natürlich vorher auch schon wegdrehen können. So, wenn mich nicht alles irrt, ich gehe mal kurz auf die Stores Page, haben wir noch eine Maverick an Bord, genau. Die würde ich dann dazu nutzen, um einmal zu schauen, wie ich das so, also die Maverick schon automatisch ausrichten lasse durch den Target-Pod zum Beispiel. Ich glaube nämlich, dass man hier mit dem Radar das nicht so gut erkennt, beziehungsweise ein bisschen mehr Fummelei. Ich mache einmal den Target-Pod an und hier das Ziel liegt auf dem Waypoint 1. Einmal Waypoint Designate, dass der Target-Pod dorthin schaut. Und wie ihr schon sehen könnt, die Maverick schlägt auch schon aus. Das heißt, sobald irgendwie ein Ground-Target markiert ist, durch den Target-Pod oder durch den Waypoint Designate, schaut die Maverick automatisch dorthin. Da jetzt kurve ich mal in Richtung des Ziels. Dann dürften wir einerseits hier auf dem Target-Pod einmal das Ziel sehen. Ich muss natürlich da ein bisschen Feineinstellung machen. Genau, jetzt ist schon wieder der Flugplatz da drin. Sense of Interest geht jetzt hier einmal auf den Bildschirm und ich zoome einmal ran, um mir ein gewisses rauszusuchen, wie den hier zum Beispiel, den Kollegen. Ist als Ziel markiert. Dann rüber zur Maverick Page, Sense of Interest da. Dürfte jetzt da drauf gesloot sein, wir schauen mal. Na, ist noch nicht. Ich sehe aber schon in Range. Es ist noch caged. Ich drücke Uncage. Und die Maverick dürfte dort automatisch hingehen. Oder auch nicht. Ich markiere nochmal. Ich mache nochmal ein Designate. So, jetzt guckt die Maverick hin. Wir haben einen guten Lock. Und Rifle. Also wichtig ist, wie jetzt gerade in dem Fall, sollte ein Maverick noch nicht auf das Ziel schauen, einmal nochmal das Ziel ruhig designieren. Und auch wie hier, wenn der Target-Pod jetzt daneben schaut, ist es trotzdem kein Problem, dass die Maverick einen guten Lock bekommt und wie in dem Fall irgendwas davor gerade ausschaltet. Naja, jedenfalls so wäre das, dass man im Maverick mit Hilfe anderer Sensoren schon mal grob dahin ausrichtet. Ja, jetzt haben wir nichts mehr an Bord.
Ich würde sagen, das war ein kleines Einstiegstutorial für die Maverick, was man damit machen kann. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert mich und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ja, wenn ihr noch Wünsche zum speziellen Thema bei DCS habt, was ich näher erklären soll oder was ich hier bei dem Video besser machen kann, falls noch Fragen sind, dann lasst mir einfach einen Kommentar da. Ja, insofern vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten DCS-Tutorial. Ciao!